Es ist Donnerstag, der 21. Oktober 2021. Hier ist das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz leicht gestiegen. Gastspiel Hans-Otto-Theater in der Havelstadt. Und Ignaz, Feuerwehr war schwer beschäftigt. Tja, und damit hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Inzidenz für die Havelstadt ist wieder leicht gestiegen. Sie liegt mit Stand vom 21.10. bei 26,4. Im Vergleich zum Vortag gab es 3 Neuinfektionen. In den letzten 7 Tagen gab es 19 Infektionen. Mit Beginn dieser Spielzeit gab es ja endlich wieder mehr Kulturveranstaltungen in der Stadt. Und bald gibt es auch wieder ein Gastspiel vom Hans-Otto-Theater. Intendantin Bettina Jahnke führte Regie zu diesem Stück, in dem es um eine Reise geht, die spannend werden könnte. Die Brüder Falk und Matze sind mit ihren Familien gerade in Japan angekommen. Der eine wohlhabender Philosophiedozent, der andere auf die Unterstützung seines Bruders angewiesen. Während sich Falk mit seiner Frau Adriana und seinen Kindern mit perfekt einstudierten Vorträgen auf die japanische Kultur vorbereitet, eskaliert die familiäre Situation in der kleinen Ferienwohnung. Liebe, Hass und Misstrauen offenbaren sich schmerzhaft. Eine Familie steht hierbei exemplarisch für die Weltgesellschaft. Was verbindet und was trennt uns? Wie weit geht die Empathie für die anderen und das Fremde? Und welch ein Geheimnis scheint es noch in der Familie zu geben? Niesmomme Stockmann, Nachwuchsdramatiker des Jahres 2010, zeigt in diesem dicht gewebten Stück Menschen mit all ihren Abgründen, Ängsten, Wünschen und Träumen. Das Ganze am 27. Oktober um 18 Uhr im Großen Haus des Brandenburger Theaters. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ignaz war der erste Herbststurm in diesem Jahr und der sorgte für ordentlich Notrufe. In der Regionalleitstelle gingen bis 12 Uhr bereits 450 Notrufe ein, mehr als sonst in 24 Stunden. Im Regionalleitstellenbereich für Brandenburg an der Havel, Potsdam, Mittelmark und Teltow-Fleming kam man insgesamt auf 650 Einsätze. Die gute Nachricht, es blieb nur bei Schäden, verletzt wurde niemand. Die Berufsfeuerwehr wurde hierbei von den freiwilligen Feuerwehren Gollwitz, Göttin, Wust und Malenzin unterstützt. Aus dem Rathaus gab es dafür ein kräftiges Lob und einen großen Dank an die Kameraden. Nach wie vor sollte man aber achtsam sein, viele Äste sind geknickt und können noch immer herabstürzen. Vermeiden Sie also Spaziergänge im Wald und behalten Sie Ihr Umfeld wachsam im Auge. Tja, Ignaz ist vorbei. Sturmtief Hendrik hatte aber noch ganz schöne Auswirkungen auf die Wetterlage am Freitag. Aber zum Wochenende gibt es ein Hoch und das sorgt wieder für Sonne. Hier sind die Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Am Samstag ist es noch leicht bewölkt bei 12 Grad. Der Sonntag macht dann seinem Namen alle Ehre. Bei 13 Grad scheint Klärchen fast ungehindert vom Himmel. Und die neue Woche startet am Montag dann wieder leicht bewölkt, aber immerhin mit recht milden 14 Grad. Und das war sie dann auch schon, die Woche mit dem SKB-Journal. Ich wünsche Ihnen jetzt ein erholsames Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut.